Ja, die Zeiten waren schon mal einfacher insgesamt. Nicht nur, dass die Lieferketten nach wie vor gestört sind und wir immer noch Schwierigkeiten haben, alle Teile, die wir brauchen, rechtzeitig heranzubekommen. Darüber hinaus ist natürlich auch insgesamt die Stimmungslage in der Belegschaft, sagen wir mal, angespannt. Keiner weiß so genau, was für Nachzahlungen nachher kommen. Teilweise haben sich die Abschlagszahlungen für den Gaspreis doch deutlich vergrößert, teilweise verfünffacht. Was können wir tun? Am Ende natürlich nicht so viel. Wir haben natürlich ein offenes Ohr für die Belegschaft. Wir reden viel, es gibt viel Gesprächsbedarf. Wir versuchen da Sorgen und Ängste natürlich zu nehmen. Zum Glück stehen wir als Firma natürlich sehr gut da. Wir haben einen riesen Auftragsvorlauf und wirklich genug zu tun. Und auf der anderen Seite haben wir durch die 3.000 € Inflationsprämie jetzt gerade ein sehr gutes Instrument an die Hand bekommen, um die gestiegenen Kosten zumindest ein wenig auszugleichen. Das Instrument nutzen wir auch, wenn auch nicht in ganzer Höhe, da das dann doch etwas viel Geld auf den Haufen wäre. Aber so haben wir ein Instrument bekommen, um den Leuten etwas mehr netto zukommen zu lassen. Und weil wir so viel zu tun haben und weil immer mehr Leute eine Notstromanlage kaufen wollen und wir die ganze steuern sollen, die ganze Anlage, brauchen wir natürlich immer mehr Platz. Zum einen natürlich für die Leute, um zu arbeiten und zum anderen auch, um die fertigen Geräte irgendwo hinzustellen, bis sie ausgeliefert werden. Dafür haben wir jetzt eine neue Halle angemietet, so nochmal ein paar Quadratmeter mehr, die wir auch wirklich brauchen, um das ganze Zeugs, was wir haben, unterzubringen. Und kleiner positiver Nebeneffekt, unser Kicker und unsere beiden Tischtennisplatten haben auch mal wieder einen Platz zum Aufstellen.